So, da bin ich wieder. Es war die Taste M, was auch, wofür immer das gut sein soll, keine Ahnung. Weiß ja nicht, wie jemand atmosphärische Screenshots macht, aber so toll ist die Grafik jetzt wirklich nicht. Okay, so. Ja, sehen wir, hier unten sind ganz viele Truppen, das heißt, die Verbündeten können sich um den Scheiß kümmern. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Versorgung in den anderen Sektoren jetzt immer noch ist. Die ist immer noch miserabel. Die Versorgung hier war allerdings gelöst inzwischen. Ja. Hier vorne muss mal der Führer eingreifen. Und hier können wir eine schöne Pocket machen, denke ich. Wie kommen wir am besten mit diesen Verbänden nach Riga? Das sind gar keine Verbände, okay. Ich mache das jetzt mal hier ein bisschen kleiner, damit wir mehr Truppen im Norden zur Verfügung haben. Von denen ziehen wir ein Stück nach Norden. Und die rote Front kann sicher hier den Teil übernehmen. So. Aber die Frage ist halt, wie wir hier vorne. 300 Artilleriegeschütze, wie wir hier am besten durchkommen. Ich würde jetzt mal auf breiter Front. Dann lassen wir das mal an. Wenn die mit der Eisenbahnfahrt verlieren, die ja den Angriffsbonus, ne? Das Problem ist, wenn ich hier durch will, ich brauche halt hier ein paar Divisionen, die ich da schnell hinpacken müsste. Das Problem ist, dass der die sofort wieder wegstellt. Ich lasse sie mal dahin marschieren. In der Hoffnung, dass er nicht sofort mit der Eisenbahn wieder wegrollt. Machen wir mit der Schiffstaste dann. Stellt man die dummen Angriffe ein. Ah, sehr gut, dann kommen die auch so durch. Ja, lass mal gucken, ob er da reinkommt und dann nach Riga. Das gelbe Ausmachen wäre halt eine Lösung, ja. Aber da muss ich halt irgendwann wieder anmachen, da habe ich keine Lust drauf. Aber wenn wir nach Riga kommen, dann können wir das hier einsacken, die ganze Truppe. Das wird, glaube ich, ganz hübsch. So, hier vorne gab es ein bisschen was mit Schiffen. Oben ein paar Konvois versenkt. Wie sagen die immer so schön, dass der Krieg, der alle Kriege beenden wird, ne? Muss vielleicht helfen dabei. Naja, der stapelt jetzt seine Truppen da so ein bisschen und meine Truppen sind halt nicht einsatzbereit. Man sieht dann hier jetzt auch relativ gut, was mit leeren Divisionstemplates passiert, also wenn die nur so halb voll sind. Die nehmen halt die gesamte Fechtsbreite ein, haben aber die Kampfkraft nicht, die sie haben sollten, ne? Also die leeren Divisionen kommen so beim Russen nicht besonders gut durch. Was ist denn mit dem Gerät? Wie lange braucht das noch, bis es hin und her geschoben wird? Infanterie Equipment haben wir 36.000. Das heißt, das können wir aber schon mal anpassen, ne? Dass wir hier wirklich das in die anderen Produktionen schieben. Tank Destroyer und das hier zum Beispiel. Das heißt auch, wir müssen jetzt das nochmal schnell anpassen gehen. Genau, einfach mal einhandeln. Die Sowjetunion wird es wohl nicht mehr geben. Das sehe ich auch. Wieso kann ich die Türkei nicht anklicken zum Handel? Hä? Das Land wird abgerissen. Wir haben null Fabriken über. Die werden wahrscheinlich gerade benutzt für. 112 werden benutzt. Nochmal, wir haben 60 Fabriken und 112 von den 60 Fabriken werden benutzt, um Consumer Goods herzustellen. Was stimmt von dieser Zahl nicht? Nochmal, also wir haben 60 Fabriken, 112 werden benutzt, um Consumer Goods herzustellen. Hallo? Das kann doch so nicht richtig sein, oder? Okay, was ist da jetzt gerade los? Vielleicht irgend so ein Ereignis für diesen Mann, den man anklicken muss? Die Strikes können es doch eigentlich nur sein. Versuch das mal. Solange wird halt nichts produziert im Krieg. Die Verräter, als wir nach Russland wollten. Woher kenne ich all diese Dinge? Geschichtlich schon mal irgendwo gehört. Naja. Advanced Computing Machines. Go, go, go. Und Tech. Okay. So, weiter geht die Geschichte. Oh, da unten sind drei Zerstörer fertig. Sollten eigentlich immer in die Flotte reingehen, hätte ich gesagt. So, hier sind unsere Berthas noch am Arbeiten, oder? Genau, das sind hier die Geschütze von den Berthas hauptsächlich. Aber die jagen nur gerade U-Boote runter, das ist eigentlich egal. Ah, da waren noch Zerstörer und Kreuzer bei, die waren nur instant tot, alles klar. Ich gehe mal davon stark aus, dass unsere Berthas die hier fast instant versenkt haben.
Breslau, Bremen. Ja, die 40er Krüser Hülle, ne, Breslau und so weiter. Das sind alles die Berthas. Die haben die einfach abgeschnitzelt. So, wir wollten immer noch den Kessel hier machen. Ist aber mit der Truppe, die wir jetzt hier zur Verfügung haben, nicht ganz so einfach. Ja, gleich mal da doch rein. Wir können ja mal die Luftwaffe Umas sein. Die arbeitet da oben schon. Aber unter schlechten Bedingungen offensichtlich. Weil wir brauchen mehr Luftüberlegenheit da im Kessel. Und die. Hätte doch irgendwann mal Klos Erster Ports verteilt, oder? Heavy Fighter 3000. Ach, das sind Klos Erster Ports. So, jetzt aber. Go, go, Freunde. Ich würde hier ganz gerne schon in dieser Pocket auslöschen. Das sind, ja, wie das hier merge, ist halt ein bisschen bitchy. Und wenn man rausmerge, kriege ich ein Fragezeichen. Aber, also ich vermute mal, allein das sind schon mal 40 Divisionen, die kleinen nicht mitgezählt. Also 60, 70 Divisionen werden das schon sein. Und das wäre, glaube ich, eine ganz schöne Ecke für den Frontabschnitt Riga. Wenn wir den holen könnten. So, mit der Luftwaffe könnten wir uns ja gleich durchknacken. Komm mal, ein Stein, zeig mal was. Du hast ja keinen Nachschub, kein Gerät und zu viele Truppen, die du nicht kommandieren kannst gleichzeitig. Und die Luftwaffe ist noch nicht da, aber du kriegst das sicher hin, Mann. Da mag keine Pussy. Go, go. Ah, jetzt hat das nicht geklappt. Ja, die einfachste Lösung wäre, die Truppe zu kurz zu spezialisieren. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben an Stoßtruppen. Wobei tatsächlich die Heavy Artillery sogar hätten. Wir machen das jetzt mal schnell. Auf die harte Tour. Bis dahin sind sich auch die Flugzeuge dann da. Also das Gerät und die Flugzeuge müssen ja auf die Panzerhaubitzen warten. Und können wir vielleicht mal hier ein paar Truppen einfach rausziehen? Bevorzugt jeden dämlichen Franzosen und Italiener. Warum sind Franzosen und Italiener in meinem Land? Ich verstehe das sowieso nicht. Oh, das ist halt der Grund, warum meine Armee nicht kämpfen kann, weil die in meinem Land rumhorken. Am besten wäre es, wenn ich alle meine Truppen von der Grenze zurückziehe und warte, bis meine Verbündeten alle gestorben sind. Wirklich ohne jeden, also bis auf den letzten Mann, ja. Und dann fange ich mit dem Krieg an. Das wäre, glaube ich, die allereinfachste Lösung. Es ist halt schwierig, unter den Bedingungen irgendeine Offensive durchzuführen, wenn er mich fragt. So, Battleplan. Das ist ja eingegraben hier, ne? Plan ist schon voll, ging schnell. Okay, können wir ausmachen? Ausmachen geht, glaube ich, nicht. Egal, ist auf jeden Fall voll. Sind die Panzerhaubitzen da? Ja, 117. Die Panzerungsvorteil, der wird aber trotzdem fehlen. Egal. Wir schlagen jetzt hier durch mit allem, was wir haben. Go, go. Ah, Panzer im Vorteil reicht aber. Die Russen haben wohl keine Packs dabei ordentlich. Ja, 800 Soft Attack gegen 600 Defense, ne? Können wir mal kurz überschlagen. Oh, der viele Boni. Ich wollte gerade sagen, überschlagen, der Decryption Advantage 10%. Die Luftüberlegenheit der Gegner. Also, was komisch ist, dass ich hier irgendwie fast 3000 Flugzeuge geschickt habe. Das heißt, ich muss sie stark verstärkt haben. Egal, wir haben trotzdem mehr Angriff. Wir sind jetzt da durch. Die Briten sind gerade hinter ihm gelandet in Riga. Ist das geil. Wisst ihr, die Verbündeten sind doch für was gut. Schön, die Landung hätte nicht besser kommen können. Okay, der hat jetzt 0, also hat 0% Gerät, obwohl bei der Landung mitgebracht. Das ist nicht ganz so clever gewesen, aber sagen wir so, es war trotzdem nett, dass er es gemacht hat. Es wird allerdings gleich, dass wir rot auf rot erobern, wenn wir von britischem Gelände aus erobern, ne? So. Geh mal da verstärken. Also mit Riga haben, würde ich jetzt auch ganz gerne halten. Aber wo halten? Einer muss vielleicht in dem Sektor bleiben. Ich glaube, das ist jetzt einfach die Speertruppe hier. Mit denen tue ich jetzt manuell steuern mit diesen 6 Stoßtruppen. Dann kann ich sowas immer selber machen. So, jetzt lassen wir die kurz verhungern und dann rotten wir die alle aus. Jetzt fängt es schon an, dass die Nachschubsprobleme haben, ne? Weil es halt eigentlich schon zu, weil es hat der Brite ja geholt. Schön wäre es, wenn ihr da oben nochmal schnell reinhüpfen könntet.
So, die deutsche Armee hat allerdings jetzt hier einen Cut, ne? Das ist nie so gut für die. Die kommt nämlich mit sowas nicht klar. Ich würde jetzt einfach sagen, dass hier, genau, das habe ich nämlich erwartet, dass die wieder Mist bauen, dass wir den Frontabschnitt jetzt vollständig löschen. Die brauchen wir sowieso nicht mehr. Und die gelbe Armee dann bitte auch den gelben Frontabschnitt holen. So. Das, was hier steht, ist ja, ist nicht mein Kessel, aber hey, also die muss das ja nur halten, die KI, ja? Also die verbündete KI. So, wir haben jetzt das ganze Gelände. Jetzt fahren die da wieder raus, mit Sicherheit nicht. Und jetzt ist hier zu. Jetzt habe ich diese drei, ne, die Connections sind vollständig zu. Und jetzt müssen wir hier drin eigentlich nur mal kurz abwarten. Dann noch Bomber noch. Und dann können wir den ganzen Kessel auslöschen. So, die Nachschubsprobleme bestehen aber immer noch überall, ne? Genau. Ja. Ach ja. Das ist halt nicht gut mit dem Nachschub. Okay, das machen wir jetzt auch hier anders. Nimm jetzt die Hälfte deiner Soldaten weg. Das wird quasi die Reserve. Und die Reserve packen wir tatsächlich in die nach Berlin. Obwohl es wahrscheinlich auch gut wäre, die nach Warschau zu packen. Ich verteile die mal hier so ein bisschen, damit die nicht alles abfackeln und ein bisschen nach Berlin. Aber es ist Reserve hauptsächlich gedacht, ne? Alle Truppen, die ich jetzt an der Front nicht brauche. Wahrscheinlich können wir hier auch mal die Hälfte wegnehmen. Das hat halt viele Vorteile, ne? Nachschub, mehr Effizienz an der Front und so weiter, Gerät einsparen. So. Ich habe halt gedacht, dass meine Verbündeten weniger bescheuert werden und ne, wegen Nachschub alles. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann machen wir es eben so. Das heißt, wir haben jetzt schon irgendwie, was haben wir ursprünglich mit 180 Divisionen angefangen, haben wir jetzt nur noch 59 an der Front stehen. Reicht vielleicht auch. Was denn da los, Mann? Bald immer Bürgerkrieg, ich sehe das schon. Okay, was kann man denn machen, um die Leute systematisch glücklich zu machen? So, Strikes. Das ist eine gute Sache. Okay, dann machen wir das, wenn die Strikes gut sind. Ich mache mal das da unten, vielleicht ist das ja besser. So, War-Propaganda gegen die Russen. Dann kriegen wir den War-Support. Der ist aber ja schon hoch, ne? Stabilität ist ja nur ein Problem. Worker-Conditions. Stabilität geht hoch. Machen wir das mal an. Die Demokraten rausschmeißen. Stabilität geht hoch. Aber erstmal geht sie runter und dann geht sie aber längerfristig hoch. Aber sie jetzt ins Negative zu bringen, wäre wahrscheinlich keine Maßnahme, die gut wäre. Vermute ich einfach mal. Intuitiv. Das können wir machen, da gibt es wohl keinen Streit. Cool. Haben wir die Punkte. Das haben wir nicht, da verlieren wir Punkte. Panama-Kanal reparieren, ja, ist ganz oben auf meiner Liste. Give Himmler Field Command. Mal gucken, vielleicht kann er ja was. Bezweifle ich zwar, aber gucken wir mal rein. So, Volunteer. Permit SS Recruitment in the Netherlands. Was kriegt man denn da? General Protests. Achso, ne, da lege ich keinen Wert drauf. General Protests. Manpower und Army Experience. Okay, das brauche ich nicht nochmal. So. Paramilitärisches Training. Army Experience, Faschismus. Ah, der Franzose kriegt das dann. Ja, wenn das für den gut ist, das können wir doch gerne machen. Also das Verbündeten einfach nur stärken, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, besser wird das hier nicht. So, Front steht. Ja, die Heimat stellt ja kein Gerät für die Armee her, das ist ein bisschen doof. So, ihr könnt ja trotzdem die Offensiven aber weitermachen, ne? Sind die eigentlich alle eingestellt? So, hier vorne, die sind jetzt langsam am Verrecken. Jetzt gucken wir mal, ob wir das vielleicht trotz allem schon mal zusammenschieben können. Mal da oben hin, das sind ja Gefechtsbreite 40, die Division. Das wir mit 120 von zwei Seiten machen. Und dann nochmal einer von der dritten. Und dann schieben wir den Knubbel vor uns her. Ich wünschte, der Brit, der würde nicht so viele Truppen bringen.
Ja, hier kann man keine Happiness anklicken. Geht halt einfach nicht. Retention brauche ich nicht. So. Retention ist, wenn ihr was umstellt, die Effizienz runtergehen würde, wie viel Effizienz ihr behaltet dann. So, uns geht der Treibstoff langsam aus. Ich glaube, die Flotten von ihm sind aber auch schon weg vom Briten. Da gibt es ja hier so ein paar Konvois. Aber ich glaube, dass wir unsere Flotte wieder in den Hafen bringen. Ah, hier oben sind die Franzosen gelandet in Finnland. Der finnische Krieg hat begonnen. Meine Alliierten sind sehr, sehr aktiv. Ich wünschte, man könnte halt irgendwie anmalen, vielleicht geht das auch, ich weiß noch nicht wie, aber ich glaube, es geht nicht. Könnte irgendwie anmalen, wo die eingesetzt werden dürfen, die Gegner, die Alliierten, und wo nicht, ne? Das wäre ganz schön. So, wir haben nicht mehr so viel Treibstoff und das ist halt nicht so gut. Also müssen wir wahrscheinlich gleich mal die Luftwaffe ausmachen. So, jetzt haben wir erstmal hier vorne. Genau, jetzt können wir unsere Panzer alle verrecken, weil der Idiot hier vorne uns helfen will. So, jetzt schieben wir hier den vor uns her. Das ist die russische Armee. Das war die russische Armee. Ja, und dann machen wir jetzt einfach hier... Für den Briten erobern wir dann das Land, was eigentlich Deutsch sein sollte. Ja, und dann schieben wir das alles zusammen und fertig. Dann sind die Divisionen da weg. Was haben wir eben gesagt? So 40 Divisionen, was das ist, ne? Oder 60. Das ist, glaube ich, tut den Russen schon ein bisschen weh. So, du musst längst einen Hafen anlaufen. Hier sucht er mal irgendeinen. Nice. Ja, die Frage ist jetzt, genau, hier unten, seit meine Truppen weg sind, rücken die jetzt vor, offensichtlich nach Odessa. Das war halt auch ein Nachschussproblem für die Verbündeten, unglücklicherweise. Wollte halt keiner nachgeben. Ich bin halt echt überlegen, ob ich sogar die Rote Armee abziehe, also meine Rote Armee. Ich sehe halt nicht, dass die hier in der Mitte vorrückt, wenn meine ganzen Verbündeten da im Weg stehen. Ne? Ich schicke jetzt einfach mal weg. Hilft ja keinem. Ich würde aber gerne irgendeine Front selber machen, weil hier sieht es das auch so aus, wenn ich mich zurückziehe, dass eigentlich die ganzen Verbündeten hier eigentlich das Nachschubproblem lösen würden. Ne? Ich habe das Gefühl, ich alles zurückziehe, außer hier vielleicht hier vorne, wo ich mit... Ja, also wahrscheinlich kennt sich besser, wenn ich wirklich jeden Mann zurückziehe, vielleicht nur mit zwei Panzerdivisionen. Meinen Verbündeten helfe, über schwierige Punkte drüber zu kommen. Na gut, ich habe natürlich auch alle Sachen immer wieder meinen Verbündeten gegeben bei den Friedenskonferenzen. Das sind die jetzt unglaublich stark. Aber ich wünschte halt, die würden nicht mir helfen. Das wünschte ich mir so inständig. Okay, ziehen wir jetzt auch mal zurück. Mit ein bisschen Glück schiebt der da mehr Truppen her. Die werden von der anderen Front abgezogen. Aber bei den ganzen Spam, die ich hier sehe, glaube ich das nicht. So, die russische Armee wird hier vorne auf jeden Fall gerade ausgelöscht. Das sind jetzt so die letzten Kessel. Das hier oben ist ein Dock, das ist kein Hafen zum Rausfahren. Ja, die sind alle weg, die Divisionen, die auch. Zack, zack, die Reste werden jetzt auch aufgelöst. Und schöner Tigerpanzer, das noch ein Brauchen von der Birne. Ich könnte auch die Maus herstellen, aber ich glaube, so lange wird der Krieg nicht mehr gehen. Ja, das war auf jeden Fall gleich die russische Armee hier in diesem Bezirk. Das war wirklich ein ganz gigantischer Kessel. Zu dem kleinen Kessel da können wir gleich mal die Verluste so ein bisschen checken. Ich warte nur gerade, bis die aufgelöst sind. Jetzt müssen wir die Luftwaffe wahrscheinlich nochmal umassignen. Dass die. Ja, da oben ist so ein bisschen Luftkampf, aber ist ja egal. Wir haben das ja am Boden schon gewonnen, von daher ist mir die Luftwaffe wirklich schnuppe. Wir bringen jetzt mal alles Flugzeuge hier in Belarusa. Zum Tragen, dass wir da in der Mitte ein bisschen Druck machen für die Alliierten. Hoffentlich kämpfen die da auch. Gegen eine strategische Bomber, das will ich jetzt sicher nicht Maikon. Ah, die sind alle weg, sehr schön. Soll ich das mal gucken? Equipmentverluste bisher 20.000 auf unserer Seite und 100.000 auf der gegnerischen Seite. 1.500 Panzer davon. Noch ein paar Mediums dabei, 7.000 Artilleriegeschütze. Bei uns sind es 1.000 Artilleriegeschütze und 80 Panzer. Ja, 90. Attrition hat er ja auch, ne? Die steht halt hier nicht bei. Also wenn wir 13.000 Attrition haben, hat die KI wahrscheinlich einen ähnlichen Umfang von Attrition, also vielleicht so 50.000 Gerät. Ich vermute mal, dass die russischen Lager damit bald leer sein werden. Man sieht jetzt schon, wie die alle nicht mehr voll sind, die gelben Zeilen. Ne? Gerade bei den Panzern ist das Gerät ausgegangen. Ich weiß aber auch nicht, warum der 43, Juli 43 mit leichten Panzern noch arbeitet. Aber haben sie ja verbessert. So, ja, das wird wahrscheinlich jetzt hier ein Abnutzungskrieg, der sehr schnell gewonnen ist, wenn man die Verlustrate der Russen sich anschaut. Also das wird nicht mehr lange dauern, bis sie nichts mehr haben.
So, wie machen wir das jetzt am besten? Ich überlege halt, ob ich eine Armee nach. Ah, die Offensive war nicht erfolgreich hier in Finnland. Ich überlege halt, ob ich eine Armee nach Leningrad und Stalingrad hinschicken sollte. Manuell. Wie läuft denn der Krieg? Ist das ein Japaner gewesen? Tatsache, das sind Japaner. Warum sind da japanische Kavalleristen im Mittelmeer? Oh nein, oh nein. Der schickt uns halt zur Hilfe auf der anderen Frontseite. So, der Italiener hat die Truppen hier nach Asien geschickt. Man weiß ja nie, oder was? Okay, der Japaner hier scheint auf jeden Fall seinen Vormarsch zwar eingestellt zu haben, aber er scheint auf jeden Fall auch erfolgreich gewesen zu sein. Also ist mindestens Status quo. Xinjiang scheint dabei zu sein oder rottet er die gerade aus? Ja, gucken. So, also die gelbe Truppe arbeitet sich ja immer noch vor. Wir machen jetzt einfach mal der gelben Truppe, geben wir jetzt mal. Ich packe die jetzt mal gerade zusammen hier. Das ruhig mit den Panzern machen. Gib denen einen ganz kleinen Frontabschnitt. Und dann machen wir jetzt eine Speerspitze hier oben nach Leningrad. Wir haben auch diese Brücken-Siege-Dinger da. Wir hatten noch irgendwann einen Brückenbau, könnte ich meinen. So, dann laden wir das da gerade auf. Die fahren da alle hin. Der Rest soll sich der Verbündete Scheiß drum kümmern. Gerätlage. Ja, Handfeuerwaffen haben wir jetzt unendlich viel. Heavy Tanks plus 36, ne? Also gibt es auch keinen Heavy Tank Bedarf mehr. Ja, Artillerie brauchen wir noch 8000 Geschütze. 24 pro Woche. Das erscheint mir falsch, aber das liegt wahrscheinlich immer noch daran, dass wir hier Probleme der Stabilität haben. Sie streiken müssen mitten im Krieg. Können wir die jetzt erst nicht im eigenen Land einsetzen? In 60 Tagen kommt, glaube ich, das nächste Ereignis. War Bonds. Machen wir. Ja, wir haben halt keine Produktion derweil. Wahrscheinlich eben ein paar Ereignisse nicht ganz so clever angeklickt. Ja, machen wir einfach hier vorne mal weiter, die ganzen Sachen nachchecken. So, wir stellen im Moment nur die gelbe Truppe hier auf. Ich hoffe, dass jetzt langsam mal das mit der Attrition irgendwann klarkommt. Das sieht aber nicht so aus. Ja, so halbwegs. Wir laden den Battleplan auf. Die Jungs, die schon stehen, haben den schon aufgeladen. Das heißt, mit denen könnte man schon mal hier ein paar Sektoren manuell gut machen. Ja, lass mal den Sumpf erobern, das ist doch eine tolle Sache. Vielleicht tue ich auch einfach die Luftwaffe, ich habe jetzt eh keinen Treibstoff mehr, zielgerichtet auf meinen Fronten einsetzen. Schauen wir uns erstmal so ein paar Verluste an, die wir hier hatten. Also, wir haben verloren 150 Fighter, 100 plus erster Port und der Gegner hat verloren 400, 500, 600, 670 Flugzeuge, 680, so 700 Flugzeuge gegen meine 250 ungefähr. Das glaube ich okay von den Zahlen. Also die russische Luftwaffe wird, glaube ich, ganz massiv zusammengeschossen derweil. Das war auch nur der eine Sektor, ne? Also wir haben ja noch mehrere von diesen Sektoren. Das nur für die Schiffe, glaube ich. Bei anderen Luftsektoren, mal gucken, wie es da ausgesehen hat. 5000 Maschinen, das sind meine Alliierten wahrscheinlich. Also hier nur meine Verluste hier, die sind so, ja, nicht 1 zu 1, wir schießen immer noch mehr ab. Und die Verluste aber, die meine Gegner denen zufügen, also meine Verbündeten meine Gegner zufügen, schwierig, die als Verbündete anzusehen, die stehen da natürlich nicht drin. Aber ich denke mal, der Russe, der wird ja ganz heftig an Maschinen einbüßen. Ich weiß jetzt leider nicht mal auswendig, wie viele Maschinen der angefangen hat, aber er hat vielleicht noch so 8000. Wird er auch brauchen. Da oben ist wieder eine Landung durchgeführt. Da ist ein Bunker, da können wir Festungsknacker benutzen. Aber muss nicht einen Bunker angreifen, nur mal Festungsknacker hat. Ne? Also das geht sich auch cleverer. So. Können wir hier weiter vorrücken. Jetzt bin ich hier leider eine Verstärkung, weil mein Verbündeter geholfen hat. Ja, ist wieder das Nachschubsproblem. Ach, ist das bitchy. Das Allerbeste, was ihr machen könnt bei Kriegen, ihr seht es jetzt wirklich sehr praktisch angewandt, ist, niemals die Alliierte ins Boot holen. Ja? Also Call to Arms am besten niemals anmachen, am besten keine Alliierten haben, am besten jeden annektieren. Keine Expeditionstruppen nehmen, gar nichts. Das ist das Beste, was ihr wohl machen könnt. So, Worker Rights Protection Dings da, 80%. Das ist doch, glaube ich, eine gute Sache, wenn das durchgeht.
keinen Bock auf Krieg im Deutschen Reich, mach mich fertig. Ja, so. No Manpower ist relativ, kann ich aber, glaube ich, jederzeit erhöhen. So, was haben wir denn hier? Extensive Description. Warte, was ist denn das? 5%. Hier ist 20%. Das klingt gut. 20% der Deutschen. Wer in der Armee ist, kann nicht streiken. Das ist, glaube ich, eine feine Sache, weil Beamte dürfen ja nicht streiken. So machen wir das jetzt. Jetzt packen wir es von der anderen Seite aus an, den Karren. Geht schon. So, Nachschub stimmt zumindest hier wieder mit der Truppe so ein bisschen. Erstmal bitte hier durchknacken jetzt. Hat aufgeladen, haben Nachschub. Ah, werden aber geknackt, leider. Das war, glaube ich, weil nicht genug Geräte haben. 1500 Defense. Die finnischen Truppen sind halt massiv besser als die russischen, ne? Die Divisionen sind, wenn man sich das mal anschaut. Das ist halt ein Unterschied von 1 zu 2 in Soft Attack und Defense. Oh, Gottes Willen. Kein Wunder, dass die Finnen damals so gut abgeschnitten haben im Krieg. Okay. Ich glaube, wir können den das jetzt automatisieren hier vorne. Der soll eigentlich nur hier oben reinlaufen und meine Verbündeten laufen mir dann wahrscheinlich hinterher. Wie weit sind sie jetzt hier vorne gekommen? Die Odessa-Geschichte, die sind tatsächlich zurückgedrängt worden von den Russen. Hier wird ein kleiner Kessel versucht. Mal gucken, vielleicht geht das ja. Oh, Medium-Panzer? Oder ist das ein Heavy-Tank sogar? T-34, ich weiß gar nicht. Das ist ein Medium im Spiel. Sollte auf jeden Fall Medium sein, meines Wissens. Hier oben, ja, super Gelände, ne? Hat sich im Sumpf aufhalten lassen. Wenn jemand einen Russland-Feldzug macht, dieser Sumpf hier, in der vernichtet euer gesamtes Gerät. Oh, der Italiener hat auch dicke Panzer. Feine Sache. Der vernichtet euer gesamtes Gerät. Besonders wenn ihr so Panzer da durch, mit 60% Attrition, ist das besonders clever. Und wenn ihr das vermeiden könnt, dann also versucht mal, wenn ihr den Russlandkrieg macht, nördlich und südlich von diesem Sumpf zu machen. Der Gegner da drin steht, verliert halt auch Gerät, wenn er hinterherläuft im Krieg. Ne? Also von da ist ganz gut, nördlich und südlich das zu machen. Wenn das so läuft wie hier, ihr bringt auch Verstärkung dran, ein bisschen hinterwandern. Also müsst ihr ja nicht, aber macht ihr ja trotzdem. Aber ihr fahrt auch so langsamer da durch. Das ist einfach nur ein sehr schlechtes Gebiet zum Kämpfen, meiner Meinung nach. Also auf dieser Gommelhöhe, das ist nicht so gut. Wenn du oben durchseid und unten durchseid, so auf dieser Höhe hier, dann ne, muss er ja hier weggehen und macht einfach einen Kessel. Und dann könnt ihr diesen Sumpf damit umgehen, quasi. So, die gelbe Armee rückt weiter vor. Relativ breit aufgestellt, macht auch schwachsinnige Angriffe, hervorragend. Gibt es einen Grund, warum der dem nicht hilft jetzt gerade? Nee, ne? Komm, ab nach Leningrad. Noch ein bisschen schneller. Ich muss jetzt leider für heute aufhören. Aber wir machen da auf jeden Fall weiter. Ich weiß noch nicht, es braucht wahrscheinlich ein paar Tage noch, weil jetzt erstmal Steel Division und andere Sachen angesagt sind. Aber ich würde das ganz gerne noch, glaube ich, zu Ende machen. Beziehungsweise ich muss ja nichts machen. Also ich kann das vielleicht beim Kochen einfach schnell auflaufen lassen nebenbei und gucken, was meine Verbündeten da anstellen. Ich vermute mal, dass die so vielleicht 10, 20 Mal mehr Truppen im Feld haben wie ich, meine Verbündeten. Ne? Die haben ja die ganze Industrie der Welt bekommen. Aber die Flugzeuge sind gerade alle sehr kick. Das machen wir noch, bevor ich das vergesse. So. Dass wir weniger Staffeln in der Luft haben. Weiß nicht, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht handeln wir gleich mal Öl ein. Aber hey, wir machen erstmal Schluss für heute. Das ist auf jeden Fall eine witzige Angelegenheit. Aber dennoch, das Late Game ist für mich persönlich nicht so spannend. Ist halt einfach von der Steuerung sehr fummelig und alles. Und auch die Mechaniken und das KI dazukommen, was nicht alles. Also das Spiel glänzt halt wirklich im Early- und Mid-Game meiner Meinung nach. Und im Late Game wird das halt immer so ein bisschen. Ja, also. Da kann man es auch ganz gerne ausmachen. Also so 43 ist wirklich schon eine sehr grenzwertige Zeit zum Spielen, auch im Multiplayer so häufig. Aber bis dahin hat man ja viel Spaß gehabt. Wenn man das, ne, so akzeptiert, dass man ab einer gewissen Zeit das Spiel zu den Akten legen sollte wieder oder beziehungsweise eine neue Runde anfangen muss, dann ist es, glaube ich, auch okay, dann kommt man da nicht frustriert durch. So, ja, und dann sehen wir uns hoffentlich die Tage wieder. Ciao, ciao.